Schönen guten Morgen, Sportsfreund. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht's um die Arme. Wir werden den Bizeps trainieren, den Trizeps und das alles ohne Geräte. Ich wünsche dir viel Spaß und soweit, wenn es dir gefallen hat, hinterlässt du mir einen Kommentar. Das wäre sehr, sehr gut, um ein geiles Workout weiter ausüben zu können. So, was du zu diesem Workout brauchst, ist etwas zum Hinhocken, ne? Es kann ein Stuhl sein, ich habe hier so eine Rolle und du brauchst ein Handtuch, mehr brauchst du nicht. Eventuell noch eine Matte, aber das ist eine Option, die brauchst du vielleicht. Ne? So, jetzt geht es los. Du nimmst die eine Hand, die rechte Hand geht auf die linke Hand von oben und du drückst gegensätzlich immer gegen die Hände. Also wenn du hochgehst, drückst du mit der rechten Hand die linke Hand runter, versuchst du runter zu drücken und die linke Hand drückt die rechte Hand nach oben. Und so weit wird dementsprechend der Trizeps auf der rechten Seite beim Runterdrücken trainiert und beim Hochdrücken wird der Bizeps auf der linken Seite trainiert. Und das ist wirklich eine tolle Kombination, dass du wirklich mit einer Übung gleich zwei Muskelgruppen, ja natürlich gegensätzlich, auf verschiedenen Seiten trainieren kannst. Jetzt achtest du darauf, dass du deine Übung langsam durchführst. Mit viel Druck, dass es richtig spannt in den Armen. Dass du auch wirklich merkst, so wow, das ist wirklich anstrengend. Ne? Gleichzeitig hochdrücken, runterdrücken, immer wieder diese Spannung zu bewahren. Und wirklich langsam, nicht so hier diesen, machst du einen Hampelmann hier? Nein, du machst es ganz langsam, kontinuierlich, bewusst drückst du deine Hände nach oben, nach unten mit dem Druck. Gleichzeitig. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja. Die letzten Workouts, die waren ein bisschen krass. Ja, ich merke es noch. Die letzten Beinübungen merke ich auch noch. Auch wenn es nur 10 Minuten sind am Tag. Wow, das hinterlässt immer wieder seine Resultate. Jetzt wechseln wir. 4, 3, 2, 1 und schütteln kurz die Arme aus. Jetzt kommt die linke Hand nach oben und die rechte Hand nach unten. Und du wirst genau das gleiche ausführen. Du wirst die rechte Hand drücken, linke Hand nach oben drücken und die linke Hand drückt dagegen. Immer wieder. Drücken, drücken, drücken. Hat auch nicht jeder Hanteln zu Hause, obwohl wirklich gesagt werden kann, hey, yo, ich pumpe mir meinen Oberarm zurecht. Versuchen das ohne Geräte athletisch seinen Körper so aufzubauen. Na, schön drücken. Dagegen drücken, langsam ausführen, dein Resultat wird besser, wenn du wirklich ganz langsam und ganz viel Gegendruck eine Übung machst. So, gleich kommen wir in die Push-Ups. Bei den Push-Ups achten wir darauf, dass die Daumen sich berühren beim Push-Up. Dabei wird der Trizeps trainiert. Ja, wir wollen ja versuchen, Bizeps, Trizeps so weit zu trainieren, dass unser T-Shirt platzt. Ihr wisst, worauf ich hinaus will.
Ja, dann spannst du ein bisschen deinen Arm an und auf einmal reißt es. So. 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Jetzt kommst du rückenfreundlich zu Boden, machst einen Ausfallschritt nach vorne, gehst in die Push-Up-Position. Das bedeutet, dass du deine Hände unter die Brust setzt. Du kannst die schwere Variante ausführen, dass du die Knie anhebst und runter gehst. Achte bitte dabei drauf, dass die Daumen sich berühren. Ansonsten machst du die einfache Variante. Ich werde die einfache Variante erstmal machen, dass du dir erstmal... Ja moin! dass du die versuchen wirst, einfache Variante durch Absetzen der Knie auszuführen und du wirst von unten nach oben arbeiten. Ja, dass du diesen Ablauf von einem Push-Up trainierst. Achte dabei auch darauf, dass die Arme immer wie so ein Grashüpfer am Körper sind und dann hoch. Hoch. Ja, wenn du unten bist und du kommst nicht ganz hoch, egal. Du musst es nicht total gut ausführen. Du fängst einfach an, von unten nach oben zu arbeiten. Dass du diese Bewegung einfach trainierst, wie ein Push-Up funktioniert. Ja, jetzt bei dieser Übung, desto näher die Daumen aneinander sind, trainierst du den Trizeps. Versuch auch nicht nach außen zu gehen. Das ist ein Schultertraining. Wir müssen versuchen, die Arme ganz nah am Körper zu lassen. Damit wirklich die ganze Kraft aus dem Bizeps herauskommt. Das sind meine Lieblingsübungen. Immer wieder zurück zum Boden der Tatsachen. Ja? Versuch abzuheben. So, noch 4, 3, 2, 1 und go. Sehr schön. Das machst du sehr, sehr gut. Jetzt nehmen wir unser Handtuch. Das Handtuch wird einmal kurz eingerollt. Greifst du mit der Faust nach oben weg, werden die Füße in das Handtuch gesetzt, rollst dich auf den Rücken, legst die Schulterblätter an und jetzt löst du Druck aus mit den Füßen, dass du das Handtuch festhalten musst. Jetzt machst du die Arme ganz lang, ziehst deine Beine mit den Armen ran. Zieh deine Arme ran, deine Knie ran. Ja, deine Kraft kommt jetzt aus dem Bizeps. Und desto mehr Druck du ausübst mit den Beinen, desto schwieriger wird die Übung. Aber unser Ziel ist ja, das T-Shirt zum Platzen zu bringen. Also wenn wir so viel Druck ausüben, dass es richtig anstrengend ist, die Beine zum Körper zu ziehen. Atmen nicht vergessen, durch die Nase ein und beim Heranziehen atmest du aus. Kannst du auch hören. Atmen ist das A und O. Sonst wird uns schwindelig und bleiben auf dem Boden
Ja, achte auch darauf, dass deine Schulterblätter wirklich auf dem Boden bleiben. Verfall nicht ins Hohlkreuz. Ja, da kannst du nebenbei den Bauch immer wieder anspannen. Das hält den Rücken gerade am Boden. Versuch deine Arme ganz lang zu machen und zieh, dass du die ganze Muskulatur heute trainierst. Der ganze Oberarm wird gestreckt und zieht das ganze, der ganze Gegendruck einfach. War noch 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Jetzt greifst du die Kniekehlen, kommst mit dem Schwung nach oben, kommst wieder in die gehockte Position. Setz dich wieder hin, greifst wieder mit der rechten Hand die linke Hand, also die rechte Hand geht nach oben, die linke Hand nach unten und es wird wieder Druck ausgeübt. Daher würde ich versuchen, schnell die Übung auszuführen, ganz langsam, in Ruhe liegt die Kraft, du wirst sehr, sehr viel Druck. Einfach nur ausüben. Du wirst dich zum Schwitzen bringen. Mit einfachen Übungen zu Hause wirst du aktiv und glücklich. Heute das Training geht wirklich nur über die Arme. Ich fange jetzt schon wieder an, in eine glänzende Zeit zu kommen. Meine Poren öffnen sich, es ist warm hier. Ich fange an zu schwitzen. Aber das ist ja das Ziel an einem Workout zu Hause. Du hast die Möglichkeit, nach deinem Workout gleich duschen zu gehen, was zu essen, was dir beliebt ist. So. Nochmal richtig schön Druck ausüben. Come on. Sehr schön. Nicht nachlassen. Wir wollen das T-Shirt zum Platzen bringen. Go, 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 go. Schön. So. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr schön. Arme ausschütteln. Linke Hand kommt nach oben, rechte Hand nach unten und wir lösen den Druck aus. Ganz langsam. Ne? Versuch dich gerade zu halten dabei. Dynamik. Wirklich immer wieder auf deine Körperhaltung auch achtest. Auch wenn es dir nicht auffällt, andere achten drauf, wie du rüberkommst. Sehr schön, auch hier die Arme wieder durchdrücken und von unten nach oben drücken. Immer drücken. Ich merke das schon in meinem Oberarm. Fängt an zu brennen. Das ist aber auch gut so. Ein Zeichen dafür, dass die Muskulatur arbeitet, dass sich die Muskulatur ein bisschen reißt und später dann auch größer wird. Proteine werden dann eingepflegt, eingebaut, um den Riss wieder zu schließen und dann werden die Resultate einfach großer, mega werden. So, noch 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Kurz ausschütteln die Arme. Wir kommen jetzt wieder zum Push-Up. Rücken freundlich zu Boden. Daumen zusammen. Du kannst auch ein bisschen Gegendruck ausüben, dass du die
Hände zusammendrückst so ein bisschen, dass du die Spannung bewahrst und los geht's. Von unten nach oben. Wow, ich merke jetzt schon, meine Muskulatur ist warm. Die Ausübung wird immer leichter. Hierbei auch wieder, wenn du runtergehst, atmest durch die Nase ein. Wenn du hochkommst, atmest du aus. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr schön. Ja, ich merke jetzt schon in meinem Trizeps, der wird größer. So, jetzt nehmen wir uns wieder das Handtuch. Machen wir eine Faust. Und dementsprechend werden die Füße wieder ins Handtuch gesetzt. Es wird Druck ausgeübt. Achte darauf, dass die Schulterblätter, dein Bauch angespannt ist wegen dem Hohlkreuz. Und zieh ran. Naja, und andere werden sich bewundern. Wow, was für tolle Arme. Wo hast du das denn her? Gehst du ins Fitnessstudio? Und dann sagst du den Leuten einfach nur, ne, Fitnessstudio, das ist nicht mein Ding. Ich mach das alles zu Hause. Mit eigenem Körpergewicht. Ja. Und das Schöne ist ja auch bei diesen Workouts zu Hause, dass du dir ganz entspannt deine Zeit dir aussuchen kannst, wann du das ausüben möchtest. Und danach kannst du dir sagen, yo, das Workout mit dem Sportsalot, das hat mich wieder zum Schwitzen. Also ich merke das schon, dass ich wieder anfange zu schwitzen. So, und dann mal richtig Druck ausüben. Richtig schön ranziehen die Arme, die Beine, lang machen und zieh. Zieh. Sehr schön warst du das. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr schön. Jetzt kommt die letzte Runde. Komm wieder hoch. Komm in die gehockte Haltung. Andere können sich auch an die Wand lehnen, gehen dann so quasi in eine Hock-Sitzposition und machen diese Übung dann ganz schnell an der Wand. Ja, ich habe hier einen Schrank, der bricht zusammen, wenn ich das mache. Deshalb habe ich mir was zum Hocken geholt. Also wieder. Rechte Hand nach oben, linke Hand nach unten und wir drücken. Gegensätzlich die Hände hoch. Oder runter. Oh yeah. Fang an zu schwitzen. Das ist doch wieder genial. Einfachen Übungen bringst den Körper auf Hochtouren. Na, merkt schon, wir haben heute kein Cardio-Teil. Die Ausdauer wird heute nicht beachtet. Es geht wirklich nur um die Arme. Vollen Druck. Dass wir dagegen arbeiten. Ja, wie atme ich dabei ein? Ja, eigentlich wenn der Gegenarm, der nach oben drücken muss, atme ich meistens aus.
Nochmal richtig anspannen. Richtig Druck ausüben. Yo, Baby, yo, Baby, yo, yo. Richtig anspannen, ey. Yes. Richtig Druck ausüben. Sehr schön. Noch 4. 3, 2 und 1. Ja, ausschütteln. Rechte Hand nach unten, linke Hand nach oben. Und drücken. Push, Baby, push. Drück deinen Arm nach oben. Oder beziehungsweise drück den anderen Arm nach unten. Schön ruhig, ganz locker. Immer schön in der Ruhe liegt die Kraft. Wir werden ja auch immer, kommen wir auch langsam in Form. Der Körper wird warm, ja. Ideales Workout für vor oder nach der Arbeit. Ich freue mich gleich auf meine Dusche. Spring da gleich runter. Wieder meine Belastung für heute. Ganz schön weit hochgesetzt, dann komme ich in den Raum rein und denke, hey, was hier passieren kann, das ist gar nicht so schlimm, was ich mir morgens selber antue. Ja. So, nochmal schön Gegendruck. Ja, 3, 2. Und 1. Sehr gut. Jetzt kommen wir wieder zu unserer Lieblingsübung. Den Push-Ups. Kommst wieder runter. Drückst die Hände zusammen. Ich tropfe schon wieder alles voll hier. Und let's go. Schön ist für dich auch daran, desto weiter du die Hände auseinander nimmst, dann machst du was für die Brust, führst du die Hände ganz nah zusammen, machst du was für den Trizeps. Das ist auch so ein kleiner Trick, um natürlich auch wieder später, wenn du mal jemanden Leuten zeigen willst, hey, ich kann Liegestütze, dann kannst du diese Liegestütze in ganz vielen Varianten ausführen, dass du immer wieder eine mehr schaffst. So, noch 4, 3, 2 und 1. Sehr schön. Jetzt greifst du wieder dein Handtuch. Bin stolz auf euch. Einfach mitmachen. Einfach glücklich werden. Einfach einschalten. So. Jetzt wieder. Greifst du dein Handtuch mit der Faust nach oben. Du hast es fest im Griff. Liegt an dir, wie dein Ergebnis heute wird. Stell mir die ganze Kraft mit den Beinen dagegen und drück. Zieh. Genau, drück mit den Beinen. Zieh mit den Armen die Beine dann wieder ran, damit du dann auch wirklich dieses anstrengende Gefühl, dieses Zittern. Merkt ihr das Zittern in den Armen? Das ist super. Das aktiviert Muskulatur. Kennt ihr den Leitspruch? Werde aktiv und schön auf die Ausatmung achten. Für dieses Workout war wirklich nur ein Handtuch.
nötig. Wie gesagt, das kannst du alles auch an der Wand machen. Matte muss auch nicht sein, wenn es bei dir sauber ist. Ah, hier liegt auch schon wieder Dreck. Also eine Matte brauchst du nur, wenn es bei dir zu Hause dreckig ist. Ansonsten brauchst du nicht mal das. Legst du dir ein Handtuch hin, auflegen kannst, damit du nicht den ganzen Boden voll schwitzt, damit du nicht Ärger bekommst von deinem Partner. Oh, was machst du denn jetzt schon wieder? Ja, quasi bringe ich mich in Form. Ich weiß, der Sommer ist vorbei, aber der Winter kommt. Der Winter. So, nochmal Gegendruck. Richtig schön ausüben die Übung. Ja, schön die Arme lang machen. Und drück. Drück mit der ganzen Beinkraft gegen die Arme und zieh ran. Ja, du merkst auch, wie es in den Beinen ein bisschen pulsiert, wenn du dagegen drückst. So, noch 4, 3. 2 und 1. Sehr schön. Jetzt kommen wir in den Cooldown. Wow, ich schwitze aus allen Poren. Sehr schön. Also, du kommst in die Knieposition. Ganz entspannt. Ach nee, komm. Vierfüßlerstand. Jetzt einmal der Ellbogen abgesetzt, der linke Ellbogen wird abgesetzt und du guckst nach links. Du gehst mit dem rechten Arm unter den durch den linken Arm durch, guckst nach links und dehnst die Schulter. Leg deinen Kopf ab, genießt die Dehnung der Schulter. Komm runter. Sag dir, was für ein geiler Tag das heute ist. Gib dir ein High Five gleich. Ja. Du bist hier der Champ. So, andere Seite. Rechter Ellbogen wird abgelegt. Linker Arm geht durch den rechten Arm durch. Legst den Kopf ab. Du hast eine Dehnung in der linken Seite. Und genieß die Dehnung. So, ich darf hier nicht einschlafen, auch wenn es zu gemütlich ist. Jetzt kommst du hoch, bleibst auf den Knien. Reißt mit dem linken Arm, die linke Hand greift den rechten Ellbogen, zieht den rechten Arm hinter den Kopf. Gehen jetzt den Trizeps. Hat ja heute auch gearbeitet. Greifst du mit dem rechten Arm, linken Ellbogen, hinter den Kopf. Ich denke jetzt auch gerade drüber nach, Kalorien wir verbrennen, aber das ist, glaube ich, so. Jetzt strecken wir den rechten Arm aus. Linke Hand greift die rechte Hand. Zieh. Ne? Verfall nicht in wieder so einen Buckel. Mach die Schulterblätter nach hinten. Behalt deine Schulter gerade. Zieh die Hand nach unten.
Streck deinen Arm. Mit der Bizeps gestreckt. Sehr schön. Ausschütteln. Mit der linken Hand, mit der rechten Hand greifen wir die linke Hand. Strecken den linken Arm durch. Schön lang wird. Jo, gib den High Five. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Daumen. Dementsprechend könnt ihr mir auch einen Kommentar hinterlassen, wie es euch gefallen hat, ob wir etwas verbessern müssen. Ansonsten wünsche ich euch einen geilen Tag. Euer Matthias. Tschüss.